Hi, jetzt mal wieder ein Video von mir. Ich wurde darum gebeten, doch mal ein Video zu machen für Anfänger, was man denn alles so braucht, wenn man ein Kit-Set bestellt, wo schon alles drin ist, was man dazu noch brauchen könnte oder dazu bestellen sollte und wie ich, wenn ich Stickvorlagen habe, wie es denn im Endeffekt Kitte, wo ich mein Zeug kaufe. Ich habe das schon mal so in der Art gemacht, aber das ist jetzt wirklich speziell. Also ich habe hier auch schon Kit liegen. Das ist jetzt ein AliExpress-Kit. Es ist jedes Kit so aufgestellt, ob ihr es in Ali kauft, in Cross-Stitch Corners, in Stickteufelchen, egal wo. Ihr kriegt dann halt so eine Packung mit dem Stoff drin. Wir machen es mal auf. Das ist jetzt nur ein ganz kleines Bild, das ist so groß. Das ist jetzt nur ein Beispiel. So. Da ist der Stoff drin und die Garne. Es ist immer beschriftet, die Garne und eine Nadel. Dann ist drin, wenn ihr nicht gedruckt habt. Ich sticke am liebsten ohne Vordruck. Für euch Anfänger wäre es fast besser, wenn ihr ein kleines Bild nehmt mit gedruckt, weil das Zählen ist, ja, würde ich jetzt sagen. Dann habt ihr die Liste dabei, was für DMC-Garne dabei sind. Die Symbolliste und dann im Endeffekt das Kit selber. Ich kann davon nicht so viel zeigen, weil ich weiß nicht, wie sehr das geschützt ist. Also ihr seht jetzt da, da ist ein Symbol. Wenn ihr damit jetzt anfangen würdet, würdet ihr jetzt das Symbol suchen. Hier unten ist das Symbol mit der DMC-Nummer 376. Und dann müsstet ihr diese 376 in der Farbliste suchen. 37, was? 376? 356. Es wäre jetzt Nummer 21. Und die Dinger sind jetzt hier zum Beispiel mit Nummern beschriftet. Ich müsste es jetzt aufmachen, will ich aber nicht, weil ich fange es nicht an. Was solltet ihr dazu bestellen? Es ist leider so, egal in welchem Kit, ich hatte auch schon gute Kits, wo die Nadeln kaputt gegangen sind oder abgebrochen, weil die werden halt mit der Zeit, wenn du es viel in der Hand hast, porös und brechen gern mal. Oder das Öhr bricht. Also ist es mir alles schon vorgekommen. Deswegen empfehle ich eigentlich jedem Anfänger, ob ihr jetzt ein normales Kit nehmt oder ihr selber eins kittet, bestellt euch Nadeln. Das sind jetzt 24er Nadeln oder 26er. Also 24er Nadeln lang auf 14 CT. 26er nehme ich dann auch gerne mal für 20, 22 und 28er eigentlich am liebsten auf 25, 28er CT. Das ist jetzt nur einfach mal so ein Tipp. Also ich würde mir immer Nadeln kaufen. Ich habe meine Nadeln bei AliExpress gekauft. Es gibt auch Nadeln, die besser sind. Die halten etwas länger, aber sie sind auch wesentlich teurer. Ist es einem das wert? Das muss man sich selber überlegen. Für mich nicht. Weil 100 Nadeln kosten laut den AliExpress 2, 3 Euro. Höchstens 4. Ja. Wenn ich dazu sage, AliExpress, ist es im Vorbehalt. Dieses Video entsteht vor dem Verzollung. Es soll im Juli 2021 alles, was aus China kommt, verzollt werden. Alles.
Also müsst ihr euch selber entscheiden, wenn ihr das Video später guckt, ob ihr den Zoll zahlen wollt oder nicht. Oder ihr gleich bei jemandem Ordentliches bestellt. Ich denke, es wird irgendwo eine andere Art geben, diese Dinge billig zu kriegen. Wenn ich was weiß, wird das Video folgen. Gut. Das ist jetzt mal das, was ihr noch braucht, was ich jedem empfehle, ist ein Q-Snap. Das ist ein Rahmen zum Einspannen des Stoffes. Da könnt ihr einfach besser mit handhaben. Gerade wenn ihr halt Riesenprojekte habt und so. Also es ist schon. Oder halt ein Stickrahmen. Oder ein Rundstickrahmen, je nachdem, mit was ihr besser klarkommt. Was wichtig ist, wenn ihr euch ein Q-Snap kauft, meine Erfahrung nach, seht zu, dass ihr den Original Q-Snap kauft. Da gibt es auch ein Video bei mir, wo ich euch den Unterschied zwischen den Originalen und dem China Q-Snap zeige. Der China Q-Snap ist qualitativ einfach minderwertig. Er spannt am Anfang super, wenn er neu ist, aber wenn ihr den eine Weile benutzt, dann leiern euch diese Haltefunktion aus. Und das hast du beim Original Q-Snap einfach nicht. Ich bin jetzt schon eine Weile dran und er leiert immer und er macht immer noch Bomben. Der zieht den Stoff immer noch bombenfest. Also ich würde ein Original Q-Snap benutzen. So. Das ist jetzt mal, wenn ihr ein Kit habt. Also das ist jetzt mal die Grundausstattung, die ich mir besorgen würde als Anfänger. Das muss aber jeder selber für sich entscheiden. Also das ist jetzt ein großer Q-Snap. 27, glaube ich, auf 27. In AliExpress kostet der 10 Euro. Muss jeder für sich selber entscheiden. Aber auf Cross-Stitch Corner kriegt ihr die Originalen. Das ist eine deutsche Plattform. Da kostet er halt 22, glaube ich, 22,95. Wo ihr natürlich auch Versand drauf habt, ne? Nochmal 5 Euro. Also würde ich mir dann auch gleich überlegen, ob ich nicht gleich 2 oder 3 hole, weil ihr habt Versand drauf. Ja. Das mal zu dem. So. So ist das Kit. Also so würde ich jetzt vorgehen als Anfänger, wenn ich ein gekittetes habe. Viele fangen ja schon nicht mit gekittelten an, sondern die holen sich von Heaven and Earth, Art oder Easy Vorlagen. Ihr kriegt auch Vorlagen bei AliExpress. Aber das habe ich noch nie gemacht. Ich kann euch nicht sagen, wie das funktioniert. Deswegen fragt mich bitte. Oh je, jetzt kriege ich das wieder nicht da rein. Ich will es wieder verstauen. Es bleibt so schön. Es bleibt so schön. So. Jetzt machen wir wieder den Stoff da rein, dass es das alles wieder seine Ordnung hat. Ich fange das nicht an. Hopp, hopp, hopp. Auf im Galopp. Ach, vielleicht muss man das auch so reinmachen. Ja, ihr müsst mir jetzt halt zugucken. Ich hab's aber gleich. Nein. Ich hoffe, es hat euch mal ein bisschen geholfen. Auf jeden Fall die Kette zu kaufen wollen.
habe da auch schon ein bisschen was vorbereitet. Ganz einfach, weil es halt auch Leute gibt, die halt schon, wie gesagt, Stickvorlagen machen. Wir machen die Maui, weil die Maui ist umsonst in Heaven. Ich denke, das macht nicht so viel aus, was zu zeigen. Also das ist ein Heaven and Earth Design. Ich nehme euch hoch. So. Wir müssen gucken, wie wir das jetzt am besten machen. Das ist ein Heaven and Earth. Dieses Heaven and Earth, wir können, das ist jetzt umsonst bei Heaven and Earth. Es gibt Free Shards. Ich kann es euch aber auch nochmal zeigen. Ah ja. Plus Heaven and Earth. So, da steht Free Shards. Ich kann es euch nochmal ein bisschen näher zeigen. Free Shards. Da drückt ihr drauf. Und dann kommen neue Shards, die umsonst sind. Diese Kits sind umsonst. Die könnt ihr euch runterladen. Umsonst. Und da ist die Maui. Wenn ihr was Schönes seht, einfach hier klicken. Und schon habt ihr es runtergeladen. Ja? Das geht ruckzuck. Okay, wir haben jetzt Maui offen. In der Maui ist drin eine Beschreibung. Leider immer auf Englisch. Na komm, Fokus hier. Dann die DMC-Liste. Ich kann euch nicht viel zeigen, weil... Und dann kommt auch schon das Shard selber. Ihr seht's. Blümchen. Und so weiter und so fort. Diesen Shard könnt ihr ausdrucken. Wir werden nachher gleich wieder... In diesem Shard steht auch drin, was ihr braucht. Wie gesagt, also die DMC-Nummern und was für eine Stoffgröße es eigentlich ausgerechnet ist. Dieses Shard ist jetzt auf 25er CT hingelegt. Das können wir ja gleich mal zeigen. Da steht es nämlich ganz groß. Ich hoffe, man kann es sehen. Vielleicht sollte ich mal das Licht ausmachen. Aber ich glaube, man sieht es. Also man kann es sehen, da steht 25er CT. 40 W und 50 High heißt, wie weit und wie hoch es ist. Es ist aber in Stitches ausgerechnet. Und es sind 89 Farben. Und das 16 WX und 20 High Inches, das ist, wie groß das Bild wird. Und zwar ist es so, dass die in Inches rechnen und nicht in Zentimetern. Es ist ganz einfach. Es gibt eine Umrechnungsform für uns Europäer. Das ist ja... Also, so rechnet ihr das um, weil es gibt viele Kids, die wirklich, das ist ja total überlichtet. So, 1 Zoll mal 2,45 Zentimeter ergibt dann
also die Zollanzahl mal 2,5 cm, denn ein Zoll ist 2,5 cm lang. Und dann kriegt ihr die gesamte Zentimeterzahl raus, wie groß das Bild wird. Das ist wichtig, weil ihr müsst ja auch ausrechnen, wie groß der Stoff sein muss. So, jetzt habt ihr den Chart. Ihr habt euch ausgerechnet, wie groß der Stoff sein muss. Jetzt müsst ihr das Zeug ja auch noch bestellen. Ich zeige euch wie. So, ich sticke gerne mit Easy, Magic Easy Account, dann sind die Kästchen schon vorgezeichnet. Obwohl das, ich weiß gar nicht, heißt es Egan Reel Dorf eigentlich auch nicht schlecht ist. Also mit dem stecke ich auch, aber da sind die Kästchen nicht vorgezeichnet. Also wer gerne vorgezeichnete Kästchen haben möchte, das ist der Easy Account Stoff. Das ist jetzt ein 25er CT, das sieht man auch gleich, sehr klein. Und den bestelle ich immer bei Crossstitch Corners. Ich habe den woanders billiger oder so noch nie gefunden. Ich glaube, China bietet es auch an, aber der Stoff ist sehr, sehr hart. Also er ist nicht so weich wie dieser hier. Da müsst ihr abwägen, ob ihr den harten Stoff nehmen wollt oder nicht. Also viele sticken nicht so gern auf dem harten. Ich habe jetzt keine Probleme damit. Ich habe auch noch welchen da. Aus China. 25er CT ist aber allerdings nicht mit Kästchen, sondern ist ein Eagle Reven, heißt es, glaube ich. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich denke nämlich nicht. Ja. Ich stick gern auf hartem Stoff. Also ich mag das gerne. Aber ich sticke auch genauso gern auf ihn hier. Aber es ist auch qualitativ besser. Ich kann so viel sagen. Ihr seht, dass es so ein bisschen gecheckt hier ist. Da ist ein bisschen Wasser drauf gekommen. Denn wenn es mit Wasser in Verbindung kommt, sollen sich die Raster auflösen. Ob das wirklich so ist, weiß ich noch nicht. Ich habe noch nichts fertig gestickt, das ich gewaschen habe. Aber ich habe mal ein paar Tropfen drauf fallen lassen und es scheint so zu sein, als würde sich die Farbe dann auflösen. Ja. Also den Stoff bei Cross-Stitch Corners. Ich habe hier auch die Seite schon offen. Bestelle ich immer bei Cross-Stitch Corners. Genauso bestelle ich auch mein Q-Snap bei Cross-Stitch Corners. Also wenn ihr mal einen Stoff bestellt und ihr seid komplette Anfänger und ihr habt noch keinen Q-Snap, bestellt euch gleich noch einen Q-Snap dazu. Ist meine Empfehlung. Muss aber jeder für sich selber entscheiden. Da bestelle ich jetzt meinen Stoff und meine Q-Snaps. Wieso? Und wenn ich halt spezielle Stickmuster haben möchte, dann bestelle ich dort auch. Ja, also die haben da richtig viel Auswahl. Also hier haben sie auch Stickpackungen, Vorlagen. Die könnt ihr euch da auch runterladen. Aber wie gesagt, also ich bin eher der Heaven and Earth Fan. Oder halt, hier habe ich noch einen Shop. Ardecky Shop. Ich bin nicht so gut in Englisch, Leute, es tut mir leid. Der macht auch Stickvorlagen und auch günstig. Wo das genauso funktioniert wie bei Heaven. Also den Stoff haben wir jetzt. So, was braucht ihr noch? Ihr braucht Garn. Natürlich auch den Q-Snap, habe ich ja erwähnt. Den legen wir gleich dazu. Q-Snap zum Einspannen oder halt einen Rundstickrahmen, mit was ihr halt besser klarkommt. Dann braucht ihr natürlich auch wieder Nadele. Das ist ja sowieso klar. Und ihr braucht Garn. So, Garn wird, das haben wir abgehakt. Ich bestelle mein Garn bei Stickteufelchen. Es gibt auch CSXD
CXC-Garn. CXX-Garn. Ja, es ist das sogenannte China-Garn, was ihr in China bestellen könnt. Muss jeder für sich selber entscheiden, ob man das möchte oder nicht. Ich zeige euch jetzt erstmal Stickteufelchen. Also, Stickteufelchen, das ist der Shop. Und der. Oh, hoppla, da habe ich nämlich schon vorbereitet. Der Stoff und. Ja. Hier oben könnt ihr dann eingeben, welche DMC-Nummer ihr braucht. Wir sagen jetzt zum Beispiel DMC, was weiß ich, 550. Zack. Jetzt sucht ihr mir alle DMC 550 raus. So. Ich nehme den immer für 96 Cent. Das ist eigentlich der beste und günstigste. Mag ich am liebsten. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin dabei, die CXC-Garne komplett umzurüsten auf DMC. Wieso? DMC hat leider die Angewohnheit, dass er sehr, sehr schnell ausfranst und immer dünner wird und beim Sticken reißen könnte. Könnte. Also es kommt immer darauf an, wo ihr die CXC-Garne halt kauft. Der DMC ist qualitativ wesentlich besser, ist auch strapaziöser, ist farbecht, ist das CXC-Garn meistens auch. Und ihr könnt auch hundertprozentig darauf gehen, wenn ihr dann wirklich eine Docke vergessen habt zu bestellen, dass ihr, wenn ihr DMC-Nummer nochmal bestellt, dass die Farbe auch die gleiche ist. Bei CXC ist es leider ab und zu mal so, dass es einen Farbunterschied gibt. Eine Nuance, heller, dunkler, ist mir schon zweimal passiert. Deswegen habe ich auch billig komplett auf DMC wechseln. Also das müsst ihr euch alle selber abkaspern. Es ist halt ein Unterschied. Ich habe euch schon mal in AliExpress, wo habe ich es da, einen Shop rausgesucht. Leute, es ist nur ein Beispiel. Ich weiß nichts. Nichts. Ob das was ist. Das sind die CMX-Garne, da ist jetzt zum Beispiel die 3808. Und da kostet halt die, ich glaube, 6 Docken sind es, also 0,01 Cent. Also ihr seht, es ist total günstig. Ihr könnt dann auch umändern. Also ihr habt dann auf dem Versand 73 Cent. Und diese 73 Cent ist egal. Und wenn ihr 20, 50, 100 nehmt, dann ist der Versand trotzdem nur noch 73 Cent. Also, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also, der Versand bleibt immer gleich, egal wie viel ihr nehmt. In der Regel. Der ist jetzt auch ein Coupon für Neubenutzer dran, 3 Euro. Also da könnt ihr euch durchklabüstern. Kriegt ihr alles. Es ist in Ali nicht einfach zu finden, finde ich. Ich habe jetzt echt eine Weile gebraucht. Ich habe Stickgarn eingegeben. Vielleicht muss man auch Kreuzstickgarn eingeben. Ich weiß nicht, aber auf Stickgarn habe ich ja jetzt mal ein paar Farben gefunden. Also, man findet's. Ob das qualitativ gut ist, ich kann es euch nicht sagen. Wie gesagt, ich bestelle es nicht mehr, weil es einfach, ja, mir qualitativ zu minderwertig ist. Dafür sticke ich zu lange an meinem Projekt. Aber ich habe auch schon gehört, wenn man das Garn von China etwas langsamer durchzieht und einfach mehr Geduld mitbringt,
dass das super ist. Also es sind auch einige zufrieden. Es gibt auch wohl Shops, die wohl super sind. Ich habe mich nicht immer darum gekümmert. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich in China eh bald nicht mehr bestellen kann. Und solange ich nicht genau weiß, wie ich billig anders, wo anders rankomme, werde ich das auch nicht in Zukunft ausprobieren. Das ist jetzt meine Meinung. So. So, jetzt haben wir ja den Rahmen, wir haben die Nadeln, wir haben den Stoff. Was ich noch dazu bestellen würde, was ich auch in dem anderen Kit vergessen habe, ist ein paar Einfädeler. Habe ich auch aus AliExpress. Gibt es allerdings auch günstig auf Amazon. Also in Amazon kriegt ihr auch alles günstig. Man muss nur suchen. AliExpress ist halt das ultramative, günstige, was es gibt. Ne? Ach, das ist ja sogar dieses Dekorart. Also dieses Dekorart, was ich euch jetzt gezeigt habe, das zeige ich euch jetzt auch gleich. Ich werde es auch verlinken. Ich werde alles, alles, was ich euch jetzt gezeigt habe, werde ich unten verlinken, dass ihr das Zeug auch findet. Und so heißt der Shop. Ich hoffe, man sieht's. Der soll super sein. Soll einer der besten sein. Also, da sollte sich jeder selber entscheiden. So, jetzt habt ihr den Stoff, den Garn, das Ding. Was ich empfehle, ich empfehle es nur, ihr braucht es nicht. Ihr braucht es wirklich nicht. Ist so ein Originalseil. So ein Organizer. Da könnt ihr eure Garne festmachen. Werde ich euch auch verlinken. Da drin könnt ihr eure Nadeln festkleben oder feststecken. Das ist so Filz, da könnt ihr es reinstecken. Ich finde es eine super praktische Sache. Gerade für Kids, die man selber bestücken muss. Ist es super? Ich benutze es sogar für Kids aus China. Also hier jetzt so die, was ich euch gerade gezeigt habe, da benutze ich es teilweise auch. Also ich habe inzwischen 15, bestimmt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und ich habe, glaube ich, 6 in der, also 15 Stück würde ich jetzt so circa sagen, habe ich von diesen Teilen. Ich bin begeistert, ich will nie wieder was anderes haben. Und ich hoffe, sie heben mir lang, weil ich habe sie aus China bestellt. Die Originale kosten das Doppelte. Ich werde es auch verlinken. Ihr habt bis Juli Zeit, das Zeug zu bestellen. Also ich, wenn, dann würde ich schnell machen. Weil sie brauchen leider von China 3 bis 8 Wochen. Ist so. Verlinke ich euch auch. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen und ihr seid ein bisschen schlauer. Ich werde jetzt dann alles unten verlinken und ihr könnt euch das alles angucken. Ja. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schnüffeln, beim Suchen und ja, macht's gut. Ciao.